Seit diesem Sommer ist Deutschland ja bekanntlich Fußballweltmeister. Doch während der Hype um die deutsche Nationalmannschaft schon wieder abgeebbt ist, hat Cottbus seit dem 23.09. seinen eigenen Weltmeister. Gemeint ist Lennart Kemner. Der 18-Jährige feierte an diesem 23. September seinen bisher größten sportlichen Erfolg. Ja, als Juniorenweltmeister fühlt man sich natürlich gut. Ich sag mal, es ist eine große Ehre, hier von den ganzen Leuten hier geehrt zu werden. Das sind wirklich, sag ich mal, hohe Tiere im Sport. Und das freut mich einfach wirklich. Einige Zuschauer werden natürlich schon wissen, welchen Sport der 18-Jährige betreibt. Lennart Kemner ist Radrennfahrer beim RSC Cottbus. Spätestens seit seinem Gewinn des Junioren-Europameistertitels im Juli diesen Jahres dürfte er dem ein oder anderen Cottbusser ein Begriff sein. Vor 2 Wochen krönte er seine bisherige Saison mit dem Junioren-Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren. Im spanischen Ponferrada benötigte er für die 29,5 Kilometer lediglich 36 Minuten und 13 Sekunden und fuhr damit Bestzeit. Seit seinem Titelgewinn hat sich allerdings für ihn nicht allzu viel verändert. Ja, es hat sich verändert. Ich sag mal, bekommen viele Gratulationsschreiben natürlich, und aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich denke, ich habe jetzt für die Zukunft ein paar bessere Karten, vielleicht mal ja, irgendwo im Profibereich reinzurutschen, aber ansonsten hat sich eigentlich nicht groß was getan. Lennart Kemner ist der erste deutsche Juniorenweltmeister bei der Straßen-WM seit 2005-2006. Außerdem ist er der erste RSC Cottbus-Fahrer seit der Wende, der diesen Titel gewinnen konnte. Kemner stellt sich für den RSC Cottbus immer mehr als Glücksgriff heraus. Denn Lennart kommt gebürtig aus Wedel bei Hamburg und fährt erst seit 2011 beim RSC. Für den Radsportclub Cottbus ist es natürlich eine besondere Ehre, einen Junioren-Europameister und Junioren-Weltmeister in den eigenen Reihen zu haben. Also ein Junioren-Weltmeister ist natürlich was ganz Besonderes, auf jeden Fall. Ein Junioren-Weltmeister auf der Straße sowieso, das ist der erste, den wir überhaupt in Cottbus haben. Und deshalb haben wir auch heute diesen Empfang gemacht, wo wir uns auch sehr, sehr freuen über die Resonanz, die wir da mit haben. Also es ist einfach nicht zu toppen. Weltmeister ist Weltmeister, das ist ganz vorne. Wenn es für Lennart Kemner so weitergeht wie bisher, könnte er einer der bekanntesten Fahrer des RSC werden und in Zukunft vielleicht in einem Atemzug mit Maximilian Levy, Olaf Pollack und Danilo Hondo genannt werden. Doch bis es soweit ist, wird sich Lennart Kemner jetzt erst einmal einige Tage erholen und dann wieder ins Training einsteigen.